Heute gibt es bei mir noch ein Kirmesgericht. Nach dem Schaschlik von letzter Woche gibt es heute etwas, das könnte auch aus Großmutters Küche kommen. Man nennt sie Kartoffelpuffer oder auch Reibekuchen. Und ich mache heute zweierlei Reibekuchen. Einmal süß mit einem lecker abgeschmeckten Apfelkompott und einmal herzhaft mit einem leckeren cremigen Dip und etwas Lachs. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Für die süße Variante mache ich wie gesagt einen Apfelkompott und da starte ich natürlich auch als erstes mit dem Apfel. Ich habe hier einen Braeburn Apfel genommen, der hat, finde ich, eine gute Ausgewogenheit zwischen Säure und Süße. Der muss jetzt einmal geschält werden, ruckzuck. Kann den natürlich auch mit Schale verarbeiten, aber für so ein klassisches Kompott finde ich es ohne irgendwie etwas aromatischer und auch von der Textur her etwas einfacher. Nur einmal grob das Kerngehäuse rausnehmen und dann den Apfel einfach in grobe Stücke schneiden, also quasi in Achtelhälften. Und dann habe ich immer noch mal zweimal durchgeschnitten. Wenn ihr das für eine größere Portion macht, ich mache jetzt hier heute nur eine kleine, dann nehmt natürlich entsprechend mehr Äpfel. Ja, die gebe ich jetzt in meinen kleinen Topf rein. Da kommt jetzt noch drauf der Saft von einer halben Limette, ungefähr ein halber Teelöffel Zimt. Und ich mag es, wenn das Ganze ein bisschen pikanter wird. Also gibt es einfach noch eine Messerspitze Chiliflocken damit drauf. So, kleiner Schluck Wasser noch oben dazu. So, ich habe die Äpfel jetzt auf mittlere Temperatur einfach aufgesetzt. Kommt jetzt noch ein Deckel drauf und dann gucken wir es uns nachher wieder an. Und ich kümmere mich jetzt erstmal um die Kartoffelpuffer. Ich habe meine Vierkantreibe nicht ganz fein, sondern etwas gröber, aber immer noch fein. Und jetzt geht es einfach mal ans Reiben. Natürlich kannst du dafür auch eine Küchenmaschine nutzen. Für die Portionsgröße, die ich jetzt hier mache, würde sich das nicht lohnen. Am Ende immer schön auf die Finger aufpassen. So. Ich verwende hier heute übrigens festkochende Kartoffeln. Ich finde, die geben einfach eine etwas bessere Kruste, dass der Stärkeanteil nicht so hoch drin. Die lassen sich für Kartoffelpuffer meines Erachtens nach viel besser verarbeiten. Ja, meine Kartoffeln habe ich fertig gerieben. Ich habe eben noch eine rote Zwiebel fein gehackt, beziehungsweise eine halbe rote Zwiebel. Das reicht mir für diese Menge. Dann noch den Saft von einer halben Limette. Ihr werdet staunen, was das für eine Frische ergibt. Zwei Eier. Dann anderthalb Teelöffel Salz gebe ich hier noch mit rein. Etwas Pfeffer aus der Mühle. Auch hier ruhig ein paar Chiliflocken obendrauf. Prise Muskat. Und das passt dann wieder zu Großmutters Küche. Ungefähr einen Teelöffel Majoran. Jetzt die Zutaten alle ordentlich miteinander vermengen. So, und für noch mehr Bindung gebe ich hier noch etwas Paniermehl dazu. Ungefähr mal einen Esslöffel. Ich habe hier noch ein bisschen mehr stehen, falls mir das nicht reicht. Das noch ein bisschen nachdecken, aber so sieht die Masse eigentlich schon gut aus. Und dann geht es jetzt gleich ans Ausbacken. Dafür habe ich jetzt meine Pfanne aufgesetzt. Da kommt jetzt erstmal ordentlich Pflanzenöl rein, denn die Kartoffelpuffer, die wollen schwimmen. So, wenn das Öl heiß ist, dann gebe ich hier immer so zwei Esslöffel für meinen Kartoffelpuffer hinein. Macht sie nicht zu dick, aber ich mag sie auch nicht, wenn sie zu dünn sind. So, in der Stärke sind sie außen nämlich kross und innen noch schön fluffig. Ich gehe jetzt mit der Hitze leicht runter, dass mir die Puffer von unten nicht zu schnell verbrennen. So, jetzt werde ich mal ganz vorsichtig wenden. Ja, an den Rändern braucht es noch ein bisschen. Ich drehe die nachher gleich nochmal um. Aber sie haben schon eine schöne Farbe bekommen. Ja, während meine letzten Puffer so vor sich hin braten, gucke ich mir schon mal meinen Apfelkompott an. Das ist schon schön weich gekocht. Ich habe gerade schon einen Schluck Ahornsirup als Süßungsmittel dran gemacht. Also das wird jetzt kein feines Apfelmus. Wer will, kann das natürlich machen. Dann würde ich die Äpfel jetzt noch mit dem Pürierstab ganz fein machen. Aber ich finde, genau so schmeckt es eigentlich am besten. Ja, wenn Kartoffelpuffer dann soweit sind, dann kann es schon fast ans Anrichten gehen. Oh, schau mal, sieht das nicht gut aus? Meine Kartoffelpuffer sind jetzt alle soweit fertig. Also raus damit aus der Pfanne. Und ich habe hier neben mir noch direkt einen Teller mit Küchenrolle vorbereitet. Da werden jetzt noch ein bisschen abtropfen und dann richte ich sie gleich an. So, ich habe mir jeweils zwei Kartoffelpuffer hier auf mein Brett gegeben. Was ich auf beide mit drauf gebe, ist natürlich erstmal ein kleiner Klacks Creme Fraiche. Auf die süße Variante kommt ein kleiner Spritzer Limettensaft obendrauf.
Und dann, wie sollte es anders sein? Unser herrlich duftendes Apfelkompott. Das riecht einfach unfassbar lecker. So, jetzt geht's an die andere Variante. Klacks Creme Fraiche kommt unten drauf. Wunderbar. Ein paar fein gehackte rote Zwiebelchen dazu. Und dann habe ich hier einen Burrata. Den schneide ich mal auf. Der kommt hier noch oben drauf. So. Dann etwas Lachs. Das ist so die Deluxe-Variante. So. Und obendrauf noch ein kleines bisschen frisch gehackter Schnittlauch. Und auf meiner süßen Variante hätte ich beinahe noch vergessen. Da gebe ich noch etwas Limettenabrieb mit drauf. So. Und fertig sind meine Reibekuchen. Ja, es ist vollbracht. Meine Reibekuchen auf süße Art mit dem leckeren, zimtigen Apfelkompott oder mit der herzhaften Variante mit Burrata und Lachs. Da könnte man beinahe schon sagen, das ist die Deluxe-Variante von einem richtig echten Kirmesrezept. Apropos Kirmesrezept, wenn du Lust auf noch mehr solche Rezepte hast, dann schau dir doch mal mein Video mit den Schaschlikspießen an. Auch das ist ein echtes Volksfest oder Kirmesgericht. Ich blende es dir hier mal ein. Ansonsten natürlich findest du wie immer alle Details zu dem heutigen Gericht unter meinem Video. Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao!